Ja. Schnell, wir dürfen nichts Wartes, nicht verlieren! Ganz genau. Ohne den Spark können wir nicht in den Leuchtturm gelangen. Oh, Jean, das ist wirklich nicht der einzige Grund, warum wir dieses arme Wesen retten sollten. Natürlich. Der Sieg über den Finsterzeit-Tentakel bringt uns außerdem in den Besitz einer der beiden gereinigten Finsterzeit-Energiekristalle, die wir brauchen. Allerdings ist die Finsterzeit-Energiedichte dieser Kreatur höher als die der Pfützen. Das bedeutet, dass unsere Gegner deutlich stärker sein werden. Das hat man nun davon, wenn man das Empathie-Modul der KI der Einfachheit halber beim Discounter kauft. Da stand, dass wir strategisch Bluetooth auswählen sollen. Sollen wir? Ja, dann mach. Aber nicht gegen Mari. Egal, wie du willst. Nee, das wollte ich ja auch nicht. Nee. Also, sonst überlebt er. Sonst tut er was? Überleben. Er zeigt dir an, wie viel du an Energie abziehst. Nee, ich weiß. Was bringt er eigentlich? Angriff? Ah. Gar nicht, das ist für deine Waffe, dass du den aktivierst, aber du kannst ja eh nicht treffen mit Mario, glaube ich, oder? Nee, okay. Außer du springst mit Mario. Oh ja. Ist doch egal, ich schieße einfach einen ab. Alright.
Wieder hüpfen. Ernsthaft. Joma. Noch. Die Chance wir heilen oder so. Im Item. Ja. Ja, da, oder? Ja. Oh, auch nicht, Bälle. Du weißt, dass die von gegenüber dich alle abschießen, ne? Raserei? Mach mal. Boah, warum nicht gleich so? Ja, drück doch mal den Knopf da vorne. Welchen Knopf? Da kommst du nicht dran. Fertig oder was? Ja, keine Ahnung, die treffen dich doch, oder? Mach das. Stell dich da hinter die Karte, du kommst nicht da rein, außer mit einem Sprung. Dass du hinter die Mauer da hinten gehst, den einen da unten abschießt, damit der euch nicht mehr beschießt und dann bist du hinter der Mauer. Also hinter wohin? Da hinten! Da ganz hinten! Ja! Stell Mario vorne hin, dann springst du mit dem. Mit der. Ja, was ist? Sag mir nochmal wo. Oh, geradeaus, direkt vor deinen Augen, dahin! Nicht ins Wasser. Dahin. Ja, nicht da, wohin? Oh. Ja, gerade so. Und damit schießt du den gegenüber ab. Reicht aber nicht aus. Dafür haben wir doch noch Mario. Ja, Mario muss aber dahinter. Kann er so weit schießen? Nicht.
Was, wenn ich dahin? Ja, mach mal. Hast du noch genug Energie? So. Aktiviere deinen Powerschlag. ZR. Warum dahin? Geh hinter die Mauer. So, nächste. Nee, anderen. Sind auch noch kaputt schießen können. Warum? Wir können der geheimnisvollen Fremden trauen. Mit drei Helden, die auf dem Schlachtfeld kooperieren, sollten wir einen gewaltigen Vorteil erhalten. Vienna. Nimm das! Minus eins. Der kann ja sprechen. Ja. Peach kann auch sprechen. Wenn sie will. Also diese andere Peach.
Oder ZR aktivieren, ne? Oh ja. Das ist halt eben die Power. Schüsse und alles. Und die Waffen verstecken. Den da abschießen? Oder den? Und das auch noch einer. Ja, dann schießt den dahinter ab. Deine anderen Aktivitäten. Seht man, das scheint Finsterzeitportale zu sein. Schnell, zerstört sie. Es werden sicher bald noch mehr Gegner auf. Oh. Ziehen. Schieß auf den. So lange wird er nicht aushalten. Ist das er? Nee. Bei der jetzt nicht, das ist doch Schutzschild. Für was? Das ist auch keiner. Was macht der? Minus 25 Schaden. Was macht bei ihr ZR? Da ist da keiner in deinem Umfeld. Dann nicht mal an den Gegner ran, wenn du da stehst. Hä? Nächster. Es gibt kein Nächster. Hä? Ich bleib erst dran. Ja. Downen. Was mit deinem Schutzschild? Schutzschild? Schutzschild. Hallo, was hängt? Hängt ja nicht. Oh. Dann. Toll, das kann ich nicht schießen. Wechsel den Charakter, schieß auf den Typen, der ist doch jetzt down. Wofür habe ich da mein Schutzschild benutzt? Furchteinflößende Fremde, es ist von höchster Wichtigkeit, dass uns der Spark zum Leuchtturm begleitet. Erst wenn wir den Leuchtturm-Tentakel zerstört haben, können wir Warp-Tunnel erzeugen, die uns zu anderen Planeten und letztendlich zu Misera führen. Oh, Binga Binga Bonga Baby! Keine Sparkjägerin. Klasse! Rabbit Rebella! Willkommen in... Rebella. Raumschiff, hm?
Apropos Hilfe. Ich glaube, wir sollten langsam anfangen, drei Helden an vorderster Front aufzustellen. Wer übernimmt die erste Schicht? Also, jetzt können wir hier drei haben. Ja, holen noch Luigi rein. Okay, die ist auch sehr gut. So. aber... Sparks. Ich finde den sehr gut. Warum? Minus 25 Schaden? Hä, was ist daran gut? Den sollten wir mal upgraden, oder? Kannst du. Da stehen Typen, warum hat es an allem vorbei? Sein Leben lang stand Audi im Schatten seines Bruders. Was, wenn wir ehrlich sind, gar nicht so schwer gewesen sein kann. Wenn ich bloß... Hallo? Alles in Ordnung? Sollen wir Hilfe holen? Bibo, das ist Professor Wunderlich, der bekannteste Archäologe unserer Zeit. Oh, heutzutage! Uralte Rätsel! Die Vergangenheit! Hört mal! Das Rätsel! Der König! Das war's. Da, ja, den da jetzt. So? Den da nochmal drehen. Den. 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 Den da. Ja. Dreh den. Und nach Richtung. So. Ah. Alright. Zum, ach so. Zunächst einmal die Statuen drehen. Der Ausgestoßene war übrigens Augi, wer auch sonst. Huh? Oh. Oh, armer Augi. Ja, also viel Glück bei allem, was dich in der Zukunft erwartet. Oder wohl eher in der Vergangenheit.
also noch mehr. In Kriegszeiten musste Augie zu Hause bleiben, um auf das Vieh aufzupassen. So kam es, dass zeitweilig eine Hühnerschar über seine Stadt herrschte. Für seine Eltern lief das Fass endgültig über, als Augie bei Perfettos Hochzeitsfeier mit dem Sonnenwagen der Familie im Pool des Nachbarn landete. Da ist der dritte Gumbo. Wir spielen Luigi. Ja. Warum? Weil das. Keine Ahnung. Hey. Digger. Das ist nicht. Du musst. Egal. So, bis zum Mario.